gesprochen. Können Sie sich daran vielleicht noch erinnern? Wir haben was, bitte? Vor einem Jahr miteinander gesprochen. Können Sie sich daran erinnern? Oh, ich habe ein ziemlich schlechtes Kurzzeitverdächtnis. Tatsächlich kann mich da nicht dran erinnern. Nicht schlimm, ich erkläre es Ihnen. Man vergisst ja manchmal Sachen. Und ja, zwar, das passiert mir öfter. Kein Problem. Und zwar, Sie hatten an einem Gewinnspiel in der Vergangenheit teilgenommen, aber leider nichts gewonnen. Ist Ihnen das bekannt? Oh, ich habe noch nie was gewonnen. Dafür bin ich ja heute in der Leitung da, um das zu ändern, weil damals habe ich Ihnen gesagt, wenn ich mich nochmals bei Ihnen melden sollte, dann auch nur wegen einer positiven Nachricht und diese habe ich jetzt endlich für Sie. Ah, wirklich? Sie haben jetzt die Teilnahme zur Sonderauslosung gewonnen und aktuell geht es hier bei uns um ganze 17 Millionen Euro. Da freut man sich ja, stimmt's? 70? 45 Millionen Euro. Das ist und welchen... Das ist eine Menge Geld. Genau. Welchen Traum oder Wunsch werden Sie sich denn mit so einer Summe Geld in dem Fall verwirklichen lassen? Da habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht. Also ich träume ja mein Leben lang schon. Ich habe eine starke Affinität zu Seeottern und zu Fischottern und zu Zwergkrallenottern. Und ich habe da mein Leben lang von geträumt, die zu züchten. Vielleicht würde ich das auf meine alten Tage nochmal machen, weil die sind ja wegen den ganzen Touristen sind die ja von Aussterben bedroht, ne? Weil das ist ja, die kommen ja ursprünglich aus Malediven und weil da ja immer die Reisen hin versenkt werden, ist halt der Lebensraum von den Ottern bedroht. Ja. Und das ist aber, man kann ja nicht einfach so einen Otter kaufen und den in die Badewanne setzen. Das muss ja, sag ich mal, von der Behörde auch genehmigt werden. Da muss man so ein großes Gehege und das muss halt auch, sag ich mal, mindestens zur Hälfte halt auch Wasser sein, weil die müssen ja auch schwimmen können. Richtig, okay. Und darf ich Sie fragen, was würde das für Sie positiv verändern? Wieso möchten Sie das ganz genau machen? Nee, das sind halt sehr, sehr interessante, sehr liebenswerte Tiere. Ja. Soll ich Ihnen mal verraten, wie Otter heiraten? Wie? Ja, also das Männchen, das findet halt dann, sag ich mal, sein Ottermädchen interessant. Und dann geht er los und sucht den schönsten Stein, den er finden kann. Ach, und dann geht er dahin und präsentiert quasi sein Fundstück. Und wenn die den Stein akzeptiert, dann sind die für den Rest ihres Lebens sein Paar. Das ist aber süß. Das ist ja total goldig. Und die Otter, die haben ja im Prinzip auch so eine Tasse unterm Arm, wo die den Stein dann transportieren. Die haben den das da, wenn die halt, sag ich mal, einen Einbruch machen, also so eine Muschel knacken, weil die essen ja Muschelfleisch, dann nehmen die den Stein, den denen der Lebenspartner geschenkt hat. Das ist, sag ich mal... Wir wissen aber ganz viel über... Ja, natürlich. Ich hab Tapete mit Ottermotiven drauf. Ah, oh, okay. Ja, ich mag die sehr. Meine Frau war da nie so der Freund von. Aber nachdem die dann endlich gestorben war, habe ich, sag ich mal, ganz viel Otterfiguren und Dekoration mir halt auch gekauft. Wie viele Otter würden Sie sich denn gerne haben? Na, ich würde klein anfangen, weil ich muss das ja auch alles erstmal noch lernen, nicht wahr? Also, sag ich mal, so artgerechte Haltung geht ab 16 Tieren los und dann würde ich damit anfangen. Okay. Und dann muss man halt gucken, dass die immer glücklich sind, damit die es auch treiben wie die Kanickel, weil man will ja Nachwuchs haben. Richtig, und auf jeden Fall. Und dann würde ich halt gucken, die an Wildparks zu vermitteln, dass sie die Bestände halt auf Vorkriegsniveau wieder gehoben werden. Weil wenn wir dann irgendwann wieder genug davon haben, dann müssen wir halt die Ostgebiete wieder haben, nicht wahr? Ja. Aber da brauchen wir halt schon stabile Warenbestände für. Weil sag ich mal, mit 100 Ottern brauche ich mich da ja nicht auf den Weg machen. Das ist ja die Ausgangssituation nochmal eine völlig andere als 33 damals, nicht wahr?
Ja, und haben Sie vielleicht eine bestimmte Vorstellung, was es alles irgendwie gesamt kosten könnte, wenn Sie das jetzt machen würden? Also sag ich mal, ich habe das mal mit meinem Finanzberater. Da hätte mir ja mal vorher sagen können, dass man das gar nicht so ohne weiteres machen kann, weil ich habe ihn ja auch bezahlen müssen. Da sind wir, ich kann das mal eben raussuchen. Ich habe mir das einlaminiert, weil ich fand den Gedanken so schön. Ich habe einen großen Garten und da wollte ich das dann hinbauen zwischen den Ulmenbäumen, dass sie halt auch Schatten haben und im Herbst, wenn die Blätter runterfallen, dass sie dann halt auch Material zum Nestbau haben in den Baumkronen im Prinzip, weil das sind ja im Prinzip Flugotter. Okay, also es würde auf jeden Fall ganz schön viel kosten, wenn man das alles dann auch machen würde, ne? Ja, sag ich ja mal, nach oben ist natürlich alles offen. Und gerade wenn wir dann halt auf die Rückgewinnung der Ostgebiete zielen, muss das Ganze halt ja, das reicht ja nicht, wenn wir da die pure Mannstärke haben. Das geht ja auch um die Ausrüstung, die Ja. dazugehört, nicht wahr? Also wenn wir, sag ich mal, von zwei Divisionen ausgehen, da sag ich, das muss ja die entsprechenden Werkzeuge da sein, das muss Verpflegung vorhanden sein. Und von der Bewaffnung muss man natürlich auch mal sprechen. Da bin ich mir Ja. noch nicht sicher, ob wir das lieber, sag ich mal, so im Guerilla mit kleinen Mannschaftsstärken oder ob wir da wirklich schon, sag ich mal, das ist ja die Bundeswehr, die will ja jetzt das G36 ausmustern, ob wir da dann die Bestände aufkaufen sollen. Weil das würde halt schon einiges kosten. Also Richtig. ich hab hier im Prinzip ja die Unterlagen jetzt vorliegen. Sag ich mal, das Gehege an sich, da sprechen wir jetzt noch ohne Verteidigung und ohne Kommunikation und Flak, wären wir bei 116.000 Euro. Ja, Und ist viel. das wollte ich damals gern finanzieren, aber da bin ich ja in Rente, nicht wahr? Da hätte ich jetzt gleich mal keinen Kredit mehr in der Höhe bekommen. Und weil ich jetzt halt auch noch nicht die erforderlichen Unterlagen hatte, hätte ich da auch noch gar nicht halten und züchten dürfen. Nicht wahr? Das ist alles eine Riesenschikane. Ja, okay, dann freut es mich ja auf jeden Fall, aber dass ich Ihnen heute dafür die Möglichkeit geben kann, ja, um Ja, Ihnen einfach diesen Lebenstraum dann auch wirklich zur Realität dann auch zu bringen. Ich glaube, das würde Sie ganz, ganz glücklich machen, oder? natürlich, sag ich mal, ohne die Ölgebiete im Osten ist natürlich jede andere weitgreifende Operation von vornherein unmöglich. Weil der Ja. aktuelle Stand der Sache ist ja, dass die Russen schon eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Und da wird's halt auch höchste Zeit, weil ich werde ja auch nicht jünger, nicht wahr? Ja, Und will mir einfach dann mal jetzt dann noch ja natürlich genießen. einfach mal, ich will mir vom Führer ja nicht nachsagen lassen, dass ich meine Arbeit nicht vernünftig gemacht habe. Ja, Das ist ich habe ja wichtig, dass eigentlich. man da, sag ich mal, auch dass positive Rückmeldungen von den Vorgesetzten kommen. Ja. Okay, also auf jeden Fall, ich habe nur noch eine ganz kurze Frage an Ja. Sie. Dann erkläre ich Ihnen auch ganz gerne die Vorteile im Finale, ja, was für Ja, Chancen Sie haben. oh, ich freue mich. Und zwar jetzt neben Ihnen persönlich, ja. Wer würde dann vielleicht am meisten noch von dem großen Jackpot-Gewinn profitieren? Gibt es da jemanden, den Sie halt ganz viel abgeben würden von dem Gewinn? Wie meinen Sie? Haben Sie Familie oder so, dem Sie auch von dem Geld gewinnen, was Sie erzielen im Finale, dann auch von dem Geld geben würden, eine Summe? Sie meinen, wer da was abkriegen würde von? Richtig. Von wem jetzt? Von mir? Genau, von Ihnen. Wer würde von Ihnen noch von dem Geldgewinn bekommen? Also ich habe ja im Prinzip, das ist ja der aus dem Kabinett Schickelgruber ist das ja der Johann Ludwig Graf von Schwerin von Grosigk. Das ist ja der zuständig für die Finanzen, nicht wahr? Okay, Der macht also das so von alles der. für uns. Okay, darf ich Sie fragen, von wo Sie ursprünglich kommen? Ha, wie bitte? Darf ich fragen, von wo Sie ursprünglich kommen? Na, ich wohne immer noch in dem gleichen Haus, in dem ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde.
Okay, weil sie klingen ein bisschen wie Schweizerisch. Na, ich sag ja mal Baden-Baden, das ist ja nur ein Steinwurf entfernt von der Schweizer Grenze. Ja, das ist ja, deswegen. Sag mal, die Unterschiede deswegen. Hier, das ist ja fließend, weil das ist ja so das Dreiländereck. Also es gibt hier, sag ich mal, sehr viele Schweizer und auch sehr viele Franzosen. Und Polen ist ja auch hier auf der Ecke, da treiben sich auch viele rum, ne? Deswegen, ich hab's ja gemerkt, okay. Ja, ja, das ist ja dann mal der Übergang fließend. Und sag ich mal, mein Vorgesetzter, der Schickelgruber, der ist aus Österreich. Das ist ja quasi auch unter Frankreich, nicht wahr? Ja, ja. Okay, auf jeden Fall, ich würde Ihnen im Finale ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Ja. Ja. Und würde Ihnen jetzt auch ganz gerne die Vorteile erklären, was ja, Sie als Finalist von uns bekommen. Ich hole mir gerade mal was zu schreiben, sonst vergesse ich das auch. Sie müssen es nicht aufschreiben. Nee, doch, sonst vergesse ich das ja. Ich habe ja auch vergessen, dass wir... Nein, Sie werden es alles richtig bekommen. Ich habe ja auch vergessen, dass wir vor einem Jahr mal gesprochen haben. Wenn ich das schon gewusst hätte, dann hätte ich die Otter ja alle schon einberufen können, weil wir müssen jetzt ja auch erstmal, sag ich mal, die Einberufung vom OKH fertig machen. Das dauert Ach, ja auch alles wieder. Alles. Ja, aber das dauert ja alles. Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn man ein bisschen mehr Geld da hat, dann ist ja auch alles viel leichter. Da ja, muss man nicht so lange warten. Ja, das Problem ist ja, wenn ich jetzt, sag ich mal, die Einberufungen verteilen lasse, dann kommen bestimmt wegen Corona ist jetzt ja mit Arbeit gerade ganz schwer. Da werden bestimmt ganz viele dann so eine Unverzichtsbarkeit-Erklärung von Betrieb bringen. Das hat uns ja damals schon die Ardennen-Offensive versaut, dass die alle lieber Teller getöpfert haben, als sich da mal zur Wehr zu setzen, nicht wahr? Und das will ich mir halt nicht wieder antun lassen. Darum kümmere ich mich immer gerne frühzeitig um Sachen. Ja, da haben Sie schon auf jeden Fall recht. Natürlich. Da muss ich Ihnen recht geben. Da sag ich mal, so mehrere Divisionen Otter, weil da sprechen wir ja schon von mehreren tausend und das muss ja halt auch alles geplant werden. Ja, muss auf jeden Fall ausgeplant werden. Würden Sie denn dann auch mal das zu den Ottern, die besuchen wollen? Ja, gerne. Weil Sie würde ich dann ja auf jeden Fall auch mal einladen. Ach, das ist schön. Da würde ich mich schon auf jeden Fall freuen drüber. Ja, würde das, ich ja schon mal gerne machen. Weil das ist ja, das unterliegt dann natürlich alles der Geheimhaltung. Also Sie dürfen das halt im Prinzip keinem sagen, nicht wahr? Werde ich nicht. Keine weil das, Sorge. Das ist ja dann, wir haben ja hier über den Fernsprechgeräten, da haben wir ja überall diese Schilder hängen. Achtung bei Gesprächen, Feind hört mit. Und das ist halt immer, weil wenn die Füchse das mitkriegen, dass die Otter sich ja quasi wieder mobilisieren, dann haben wir halt damals wie bei der Belagerung von Otterdam, da wird das gleich wieder brenzlig. Also wir brauchen da schon Vorbereitungszeit, ohne dass das jemand mitkriegt. Das ist also jetzt sehr wichtig im Moment, nicht wahr? Ich werde es niemandem weitererzählen. Keine Sorge, das ist jetzt unter uns. Ja, aber das ist halt absolute sicherheitsrelevant. Ja. Ja, aber wenn Sie mir doch nicht glauben würden, dann würden Sie mir das doch nicht erzählen, oder? Ja, ich muss es halt nur noch mal gezielt betonen. Ja. Ansonsten, ich wollte Ihnen kurz sagen, wenn es ums Aufschreiben geht, Sie müssen sich da nichts aufschreiben, weil Sie werden alles nochmal schriftlich bestätigt bekommen. Also Sie werden alles nochmal schwarz auf weiß vor sich haben. Ja, aber dann also habe ich ja, wenn ich habe das neulich gehabt, da habe ich hier mit dem Staatssekretariat für die Beschaffung von maulwurfsrelevanten Unterlagen telefoniert. Und dann kam eine Woche später der Brief und da hatte ich schon wieder vergessen, warum die mir einen Brief schreiben. Okay, kein Problem, dann schreiben Sie sich alles auf, was ich rede. Ja, das muss ich. Also ich bin ja im Prinzip auch in Hasenstenografie ausgebildet. Das hat damals zur Ausbildung gehört. Ja. Und zwar hat man das Hasenstenografie genannt, weil vielleicht kennen Sie, da gibt's so, sag ich mal, so einen berühmten Filmmitschnitt, da verhandeln, sag ich mal, Fuchs und Hase miteinander. Und das Häschen sagt dann, ja, wir sind gut im Multiplizieren. Und deswegen ist das, sag ich mal, ins sprichwörtliche Denken und ins Sprachbild eingeflossen. Verstehen Sie den Zusammenhang? Verstehe ich. Kein Problem. Sie können sich auf jeden Fall alles dann auch aufschreiben, was ich rede. Ich erkläre Ihnen jetzt mal die Vorteile, ja.
Und zwar, das Besondere hier am Finale bei uns ist exklusiv für Sie und nur noch für heute. Sie als Finalist von uns bekommen pro Monat anstatt 450 nun die doppelte Anzahl von ganzen 900 Hochquotenreihen. Mit denen können Sie, wenn Sie Zeit und Lust haben, jeden Mittwoch und Samstag spielen. 900 Otter? 900 Hochquoten. Das sind 75 ausgefüllte Lottoscheine, die Sie von uns erhalten. Das heißt, Sie haben bei uns in einem Monat 900 Mal die Chance, das große Geld zu gewinnen und sich dann natürlich Ihre Träume und Wünsche dann auch zu verwirklichen. Ist das, sei mal jetzt im Prinzip die Nord- oder die Ostfront, von der wir reden? Ich verstehe leider Ihre Frage nicht. Na, es gibt ja Norddeutsch und Süddeutsch und jetzt ist halt die Frage, weil wir bereiten uns ja auf den Osten vor, ob das dafür auch geht. Also wir melden uns hier von der Deutschen Gewinnzentrale aus Hannover. Ja, jawohl. Genau. Ansonsten habe ich auch eine Frage zu Ihrer Sicherheit. Und zwar, falls Sie sehr hohe Gewinne im Finale erzielen, möchten Sie, dass Ihr Name bei uns abends bekannt gegeben wird oder vielleicht dann doch lieber anonym bleiben? Das habe ich, verstehe nicht, was Sie meinen. Im Finale. Wenn Sie bei uns sehr hohe Gewinne im Finale erzielen, ja, wissen Sie, dass Ihr Name bei uns bekannt gegeben wird im Fernsehen oder auf dem Internet oder möchten Sie anonym bleiben? Also jetzt wegen den Ottern oder persönlich? Nicht wegen den Ottern, nein, nein, allgemein, wenn Sie sehr hohe Gewinne im Finale erzielen bei uns. Ja. Ob Sie dann anonym bleiben möchten, dass Sie das große Geld gewonnen haben? Dürfen wir bekannt geben, dass wir gewonnen haben? Kann man da auch den Künstlernamen angeben? Weil ich hab ja auch Bücher geschrieben. Ich habe so ein Synonym im Prinzip. Kann man auch. Dann würde ich das damit machen wollen, weil okay, da freuen sich und dann die Leute, die früher meine Bücher gelesen haben. Und wie heißen Sie dann? Mimon Baraka. Mimon Baraka? Ja. Ich okay, ja, und was, ha, wie bitte? Was waren das für Bücher? Na, ich habe im Prinzip Sachbücher geschrieben über Theatertechnik. Da ging es im Prinzip um Masken und um Bühnenauftritte. Okay. Ich habe da sogar meine Mutter dazu bekommen, dass die da mitmacht. Ich habe der dann da so den Text gegeben. Da lief schon die Kamera und die hat das dann vorgelesen. Und dann guckt die mich an und sagt zu mir, dass ich sie lächerlich mache. Da sage ich, nein, das ist die Chance darauf, dass wir wieder ein ruhiges Leben führen können. Aber die hat das nicht ernst genommen. Okay, verstehe ich. Also auf jeden Fall, diesen Namen kann man dann schon bekannt geben, ja? Ja, das wäre sehr freundlich. Okay, dann habe ich dann noch soweit den Namen hier auch so eingetragen. Nimon Baraka, ja? Dankeschön. Okay, kein Problem. Ansonsten, wir haben noch zwei freie Termine für das Finale, ja? Ja. Wann kann das Finale für Sie dann starten? Entweder ab dem Monat Januar oder ab dem Monat Februar. Welcher Termin wäre Ihnen passender, das Finale starten zu lassen? Also gibt es denn schon, sag ich mal, Wettervoraussichten für Januar und Februar? Weil davon würde ich das abhängig machen wollen. Das weiß ich leider nicht. Weil das ist ja das Problem, wenn wir von den Ölgebieten im Osten sprechen. Das letzte wegen Mal, der Nordtan, ja. Ja, weil das letzte Mal ist das ganze Jahr an den Wetterbedingungen gescheitert. Wir waren ja halt auch nicht genug vorbereitet. Und jetzt sind wir halt gerade uns am... Man muss dann ja überlegen, da geht's ja dann auch um die Bekleidung, ob wir das in Weiß halten oder ob wir wieder das Eichentarnmuster nehmen. Was für ein Wetter brauchen Sie denn? Wärmer oder kälter? Ja, umso weniger. Also Hauptsache, dass kein Schnee liegt, nicht wahr? Weil dann kommen die Ottermobile halt nicht voran. Dann machen wir es Februar, ja? Würde ich fast sagen, weil das bringt ja nichts, wenn wir an der Wolga dann wieder stehen bleiben müssen. Wir wollen ja, sag ich mal, in einem Zug durchmarschieren, nicht wahr? Kein Problem, dann habe ich den Februar eingetragen, ja? Ich habe ja ansonsten auch im Prinzip alternativ überlegt, kennen Sie Schneeotter? Ja. Die sind halt immer weiß, nicht wahr? Außer wenn kein Schnee liegt, dann werden die wieder braun. Aber die können sich da ja im Prinzip anpassen.
Deswegen war ich da auch an überlegen, aber die Sommer werden ja auch immer wärmer. Und wenn ich dann weiße Otter im Sommer hab, dann können die sich ja auch wieder nicht gut verstecken. Ja, kein Problem. Ich hab dann den Februar für Sie eingetragen, damit Sie Bescheid wissen, ja? Ja, gibt's da denn, sag ich mal, ein spezielles Datum? Weil wir müssen dann ja auch also jetzt frühzeitig... Anfang. Ja, das ist immer gut. Also ich würde gern, sag ich mal, 5.45 Uhr dann auch. Ich stehe immer gerne früh auf, dass wir das halt alles rechtzeitig dann starten. Okay, also Sie möchten das Finale um 5.45 Uhr starten? Ja, bitte. Kein Problem, dann trage ich die Uhrzeit 5.55 Uhr, dass das Finale für Sie startet. Nein, 45 ansonsten bitte, 4, 45. 5. Ja, das, ach, hat, okay. Das hat, sag ich mal, taktische Hintergründe. Das ist ja immer, sag ich mal, weil das erwartet, das wird immer zur vollen Stunde ja eigentlich mit Aktionen gerechnet. Und darum macht man das immer zu möglichst komischen Uhrzeiten, damit die anderen wegen das den halt... Ottern. Ja, ja, weil, ja, sag ich mal, sonst kommt ja die innere Uhr durcheinander bei denen. Ja, und die haben Problem. Ja auch ein Recht auf artgerechte Haltung. Ganz genau, haben Sie vollkommen recht. Was haben Sie denn für Lieblingsotter? Ich? Ja. Um ehrlich zu sein, bis jetzt habe ich mich über Otter nicht informieren lassen. Haben das Sie, Einzige, was ich jetzt... Haben Sie denn da, sag ich mal, zur Arbeit einen Computer bei Ihnen stehen? Wie bitte? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Ob Sie da einen Computer bei sich stehen haben? Computer? Ja, 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 habe ich. Können Sie da mal Google aufmachen? Ja, habe ich. Und da können Sie, also es gibt ja ganz verschiedene. Also wenn Sie oben einfach mal Seeotter eingeben, wie so der See, wo man drin baden kann. Ja. Das sind so die ganz großen. Ja, sehe ich. Das sind die leben halt großteils im Wasser, nicht wahr? Und ja, bei denen ist auch, das können Sie sehen, die tragen quasi ihre Babys auf dem Bauch, damit die nicht wegschwimmen, wenn da Strömungen sind. Ja, ja. Das, und dann, dann können Sie oben nochmal Fischotter eingeben. Ja. Das ist dann, sag ich mal, eher, sag ich mal, das in den europäischen Nahgewässern, das ist, sag ich mal, der Fachname Lutra Lutra. Die würde ich, halt, sag ich mal, hauptsächlich anbauen und züchten. Und dann können Sie nochmal, jetzt kommt ein Zungenbrecher, das heißt asiatischer Kurzkrallenotter. Moment. Sie sind aber schnell. Ah, das sind die Zwergotter, ja? Ja, das sind die kleinen. Ach so. Weil die, sag ich mal, würde ich dann natürlich primär wegen der Körpergröße für die Besatzung von Fahrzeugen halt auch ausbilden. Weil ich könnte ja einen Seeotter oder drei asiatische Kurzkrallenotter da reinpacken. Und drei Otter, sag ich mal, sind natürlich beeindruckender als einer. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder halt im Bereich Pionierarbeiten. Das ist dann, sag ich mal, da habe ich auch schon mit Kopfnuss Kalli gesprochen. Der würde die quasi in der Kanalreinigung ausbilden, dass die sich da quasi unter Tage fortbewegen. In Kooperation natürlich mit der Division Maulwurf. Ja. Das muss ja auch alles geplant werden. Und dann das können Sie oben nochmal Riesenotter eingeben. Ja, die sind ganz groß. Das sind halt schon solche ziemlichen Kaventsmänner. Das ist dann ungefähr haben Sie nicht so. Angst davor? Ne, das ist ja schon so auf Niveau Tigerpanzer. Die würde ich nicht unbedingt allzu viele nehmen. Das würde ich halt mal so eine kleine Stoßtruppe aufstellen. Okay, aber haben Sie nicht Angst davor? Die sind sogar Fleischfresser. Ja, ja, ich würde ja sagen. Also im Prinzip ist ja der Fokus auf Fischottern. Das ist ja, sag ich mal, so die. Sag mal, die klassische Infanterie, dann die Seeotter, das, sag ich mal, werden halt so die Sturmabteilungen. Die Kurzkrallenotter sind dann die, sag ich mal, die für Luftwaffe und für die gepanzerte Kavallerie sehr gut geeignet. Und die Riesenotter, die überwachen die Reichskanzlei. Das ist wie so ein Wachhund im Prinzip. Mhm. Ja. Ja.
Bin ich mir gerade am anschauen. Welche finden Sie denn da am interessantesten? Das, was ich jetzt gefunden habe, das wäre der südliche Flussotter. Südlicher Flussotter? Ja, Flussotter. Da müsste ich ja im Prinzip auch nochmal gucken, weil das sind ja auch relativ kleine. Da müsste ich aber halt ein fließendes Gewässer haben und das ist ja auch mehr, sag ich mal, ein Otter, der so in lateinamerikanischen Raum vorkommt. Das heißt, da bräuchten wir dann im Prinzip auch noch, wie sagt man denn nochmal, solche Heizlampen. Ja. Nicht wahr? Weil damit denen nicht kalt wird, bei uns im Kalten. Und die sind dann halt auch nicht für Operationen im Osten geeignet. Das wäre dann sowas wie der Volkssturm für die Heimat. Mhm. Ja. Okay. Das muss ja, jeder muss ja seinen Platz haben in der Volksgemeinschaft, nicht wahr? Sowieso. Wie auch jeder von uns. Da, ja. Genauso die auch. Ja, ist ja so. Ich bin ja früher im Prinzip Buchautor gewesen und Sie telefonieren. Sag ich mal, so macht jeder, was er gerne macht, nicht wahr? Ja. Das muss ja auch alles Spaß machen. Macht das denn Spaß bei Ihnen? Natürlich, wieso nicht? Na, ich weiß ja nicht. Das ja nicht machen. Also ich habe ja so die Erfahrung, immer wenn ich irgendwo mal Probleme mit dem Computer oder mit dem Staubsauger habe, wenn ich da irgendwo anrufen muss, da sind immer ganz viele Leute wahnsinnig unfreundlich. Und wenn das schon bei den Angestellten so ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch bei den Menschen ist, die man, sag ich mal, beruflich anrufen muss, falls da gerade, sag ich mal, einer sich auf dem Lokus befindet, dass die dann unfreundlich werden. Nö, für mich ist das kein Problem, sonst würde ich das nicht machen. Ja, sonst hat man da ja auch keine Freude dran, nicht wahr? Richtig. Das ist die richtige Einstellung. Muss so sein, ja? Ja, also ich würde ja im Prinzip, weil Sie jetzt auch meine Glücksfee sind, dürfen Sie sich einen Namen für einen Otter aussuchen. Echt? Ja, natürlich. Haben Sie da spontane Idee? Ich weiß nicht so ganz genau, um ehrlich zu sein. Bis jetzt hatte ich nicht die Gelegenheit, einen Otter einen Namen zu geben. Ja, das ist ja auch, sag ich mal, eine Einmal-im-Leben-Gelegenheit. Also ja, ich habe mir ja im Prinzip überlegt, weil man sagt ja immer, dass artgerechte Haltung sehr wichtig ist, nicht wahr? Also ich hätte ja quasi, sag ich mal, gängige Vornamen an das Otterleben angepasst. Also statt Edgar würde ich zum Beispiel sagen, heißt er dann Otgar. Oder was könnte man denn noch nehmen? Statt Siegfried heißt er dann Ottfried oder Ottilie. Ja. Ja, das zum ist Beispiel. Auch interessant. Oder statt Friedhelm Otterhelm. Ja. Und weil die dann müssen ja auch Nachnamen haben, wenn das dann so ein Otter ist, der gerne, sag ich mal, mit Stöcken spielt, der heißt dann Ottgar Holzotter. Ja. Weil die müssen ja dann auch Namensschilder haben für die Uniform. Ich muss sagen, sie denken schon über Sachen nach, die über niemand nachdenkt. Und das finde ich schon auf jeden Fall interessant. Ja, ich habe ja im Prinzip früher wegen meiner Tätigkeit im Literarischen auch den Lehrstuhl an der Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien gehabt. Da habe ich mir das im Prinzip angeeignet, sag ich mal, über Themengebiete zu referieren, die eigentlich kein Schwein interessieren. Darf ich Sie fragen, Sie hatten eine Frau, haben Sie gesagt, ja? Ja, die Margret. Haben Sie auch Kinder ja. mit der bekommen? Ja, ja. Ich hab 2 Kinder und 6 Enkelkinder. Ach, das ist schön. Sind die da irgendwo in der Nähe bei Ihnen, oder? Nee, die sind jetzt arbeiten. Das ist ja, sag ich mal, Mittwoch heute. Wohnen die auch in Baden? Die wohnen auch in Baden-Baden. Ja, die haben ja im Prinzip, hier gibt es so einen alten Gasthof, haben die gekauft. Der heißt der Maulwurf am Morgen. Und jetzt ist Corona gekommen, jetzt mussten die das wieder zumachen. Ja. Also wenn sie mal...
wenn das alles vorbei ist, wenn sie dann herkommen wegen den Ottern, dann können sie da bestimmt auch schlafen. Dann rede ich da mit denen, dass sie da ein Zimmer bekommen. Ach, okay. Ja, müssen sie nicht. Ja, natürlich, das ist ja, sag ich mal, das Gastwesen der Otter, sag ich mal, ist höchstens vergleichbar mit dem der ostafrikanischen Feuerameise, nicht wahr? Mhm. Und dem will ich halt auch gerecht werden. Okay. Ansonsten, bezüglich dem Ganzen, wo ja. sind wir eigentlich stehen geblieben beim Finale? Also es ging im Prinzip, waren wir zuletzt beim südlichen Fluss Otter. Nee, wegen dem Finale. Ja, es ist 5.45 Uhr. Ach, ja, schauen Sie, und Sie sagen, Sie merken sich nicht Sachen. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben, sonst hätte ich inzwischen auch schon vergessen, weswegen Sie angerufen haben. Okay. Jetzt ist natürlich nochmal die Frage, falls das, sag ich mal, die wirtschaftlichen oder strategischen Gesichtspunkte erforderlich machen würden, könnte man da auch nochmal früher anfangen. Okay. Ja, nee, gut, das wissen Sie am besten. Das muss man natürlich noch nachschauen. Ja, ja, ich sage ja nur, falls die das doch mitkriegen, irgendwie, dass wir das da alles fertig machen und die da kommen mit der Kamera oder so, dass ich sage, nee, wir fangen mal früher an, damit die das nicht mitkriegen, nicht wahr? Ja. Das ist einfach notwendig. Ich habe nur eine kurze Frage an Sie. Also ja? Bezüglich, wenn es ums Finale geht, ja? Sie sind ja jetzt eben unter den Finalisten. Soll ich Ihnen vielleicht noch mal kurz aufklären, wieso Sie hier sind im Finale, was das ganz genau für ein Finale ist? Ja, ja, ich muss ja, sag ich ja mal, beim Reichsministerium auch Rechenschaft ablegen. Da muss ich das schon genau wissen. Es geht ja bei uns um ein Sonderfinale von Lotto 6 aus 49. Kennen Sie? Ein was, bitte? Lotto 6 aus 49. Also eigentlich besteht ein Bataillon ja aus 48 voll ausgebildeten Elite-Otterkämpfern. Und bei Ihnen sind das 67? Nein, sie hat aufgelegt! Ich werd wahnsinnig, die hat aufgelegt! Blöd, Scheißdreck! Ich hab gedacht, ich kriege die Stunde voll mit dieser bekloppten Frau. Bitte, bitte ruf nochmal, ich probiere sie zurückzurufen. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte überprüfen Sie die Rufnummer und versuchen Sie es erneut. Ah, okay. Schön, dann können wir das mit einem schönen Beispiel beenden. Die Nummern von denen, die anrufen, die sind einfach mal fake. Die gibt es gar nicht. Und natürlich hat die Gute das Gespräch auch mit einem Lüger eröffnet. Sie hätte vor über einem Jahr mal mit mir gesprochen. Und welcher alte Mann erinnert sich an etwas, was vor einem Jahr gewesen ist? Und dann natürlich wäre es jetzt an das Thema gekommen, Kontonummer, IBAN oder noch irgendeine lustige Zeitschrift, weil das muss ja auch alles finanziert werden. Wundert mich, dass die sich so lange Zeit genommen hat. Ich dachte, okay, jetzt kommt irgendwie vielleicht mal schlechte Gewissen durch, aber vergiss es. Keine Chance.